Mit Gott über Mauern springen. 2. Samuel 22, Verse 29 bis 33. Ja, du, Herr, bist meine Leuchte. Der Herr macht meine Finsternis Licht. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über Mauern springen. Gottes Wege sind vollkommen, des Herrn Worte sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Und wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott stärkt mich mit Kraft und weist mir den rechten Weg. Wie weit geht dein Glaube? Ich denke, Gott will das auch wissen. Darum werden wir als Christen auch immer wieder in Situationen kommen, wo wir unseren Glauben beweisen dürfen und müssen. Das ist mitunter desillusionierend. Wenn man ohne Netz und doppelten Boden handeln soll, bleibt so manchem von uns der Atem kurz stocken. Es ist menschlich und meist sind wir nicht so stark, wie wir denken. Im Grunde sind wir sogar ausgesprochen schwach und zerbrechlich. Wenn es uns gut geht und die Dinge laufen, empfinden wir das sicherlich nicht so. Aber sobald die Situationen brenzlig und unübersichtlich werden, unsere Träume und Vorstellungen plötzlich wie Seifenblasen zerplatzen, stehen wir nicht selten neben uns und können unsere Unruhe und Nervosität kaum verbergen. In so einer Situation stand auch Petrus, als er aus Angst leugnete, seinen geliebten Herrn und Erlöser Jesus Christus überhaupt zu kennen. Menschenfurcht war über ihn gekommen. Er hatte Angst. Jesus hatte es ihm zuvor sogar gesagt, dass es so kommen wird. Aber Petrus hatte das wohl verdrängt oder gedacht, dass es schon nicht so schlimm kommen wird. Er hatte diese exklusive Einstellung zu sich selbst. Er sagte zu Jesus: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Lukas 22, 32. Aber er war nicht bereit. Er kannte sich selbst noch nicht und war nur in der Theorie stark, aber nicht in der Praxis. Ebenso ist es auch bei uns oft. Und wenn wir das nicht glauben werden, auch wir in Situationen kommen, wo wir merken müssen, dass wir ohne Jesus nichts tun können und seine Worte, seine Einschätzung immer ins Schwarze treffen. Johannes 15, 5. Gottes Wege mit uns sind dennoch vollkommen. Ebenso wie es der Weg des Petrus war. Da, wo wir den Überblick verlieren, manchmal vielleicht auch verlieren müssen, hat Gott im Gegensatz zu uns alles im Griff. Der Herr ist der Handelnde und der Vollkommene. Er, der Allmächtige, der El Shaddai, ist es, der Wollen und Vollbringen schenkt nach seinem Willen. Philipper 2, 13. Und in diesem Zusammenhang dient uns laut Römer 8, 28 tatsächlich alles zum Besten und wird uns zum Guten mitwirken. Das ist das Versprechen Gottes an uns, an unser Leben, an unsere Nachfolge, an das, was wir erleben und erleben müssen und was uns begegnet und worin wir einfach auch manchmal gefordert werden. Was wir tun sollen, steht zum Beispiel im Psalm 37, Verse 5 bis 8. Da heißt es: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Die Gefahr besteht, wenn wir merken, dass uns alles aus der Hand gleitet, dass wir dann unter Umständen aggressiv werden und Unrecht tun. Wir ertragen es nicht, wenn wir enttäuscht werden und die Dinge nicht funktionieren. Wer kann das nicht nachvollziehen?
Wir haben die Einstellung, dass sich unsere eigene Mühe immer lohnen muss. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann werden wir oft ungehalten. Die Welt funktioniert so und keiner will als Versager abgestempelt werden. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. So ist doch oft die Einstellung dieser Welt, dieser Gesellschaft. Und das macht uns auch zu schaffen. Die Welt ist hier unbarmherzig und wenn man nicht mithalten kann, seine Schäfchen eben nicht immer ins Trockene bringen kann, bleibt man eben auf der Strecke und hat Pech gehabt. Vielleicht wird man noch kurz bemitleidet, aber wenn es um die eigene Existenz geht, ist sich jeder doch oft selbst nur der Nächste und alle anderen müssen sich irgendwo hinten anstellen. Das ist auch nicht selten unter Christen noch so, leider. Wer verhält sich noch so wie der barmherzige Samariter? Einer, von dem man es eher nicht erwartet hat, dass er hilft und nicht an dem am Boden liegenden verletzten Menschen vorbeigeht. Lukas 10, 33 bis 35. Gott benutzt für seine Wege mit uns oft viele Umstände und Situationen und auch durchaus manchmal andere Menschen. Glauben zu haben und zu bewahren ist mitunter keine leichte Sache. Es ist geistliche Arbeit, die Geduld verlangt. Gott kommt mit uns niemals zu spät. Im Psalm 43, Verse 3 bis 5 schreibt der König David: Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Thank you.